So, dann bin ich wieder da, direkt für noch eine Folge. Eieiei, das war ja eben. Hui. Also, wer die Folge jetzt hier schaut, ohne die Folge davor zur Schau zu haben, davor war ein sehr amüsantes Spiel. Kann ich euch nur empfehlen, müsste Folge 5 sein. Und jetzt machen wir hier noch eine Runde. Ich habe eigentlich den Kennen Rush gut abgewehrt gehabt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, das ist halt mein Problem mit Scouten. Ich hätte vielleicht dann doch noch irgendwie einen Marine zumindest mal rüberschicken sollen, mal schauen sollen, dass ich schon mal sehe, was da auf mich zukommt. Da hätte man sich anders drauf vorbereiten können. Ja gut, nachher ist man immer schlauer, bekanntlich. Auf jeden Fall mal noch ein TVP. Allerdings ein anderer Spieler, also muss man schon mal nicht Angst haben, dass der gleiche Käse nochmal kommt. Kann natürlich theoretisch, aber zweimal Cannon Rush hintereinander, das glaube ich nicht. Also mir ist zwar schon passiert, dass ich einen Cannon Rush abgekriegt habe, danach einen Early Pool und danach einen Reaper All-In. Das habe ich alles schon gehabt, aber schauen wir mal. Good luck, Herr Fan, Kollege. Ach, die Map, okay. Die Map ist auch ganz okay. Die ist ziemlich groß von der Ausdehnung her, von der Ausbreitung. Vor allem, was hier die Main Base angeht, ich finde die Main Base sehr groß. Aber cool, guck mal einfach mal, wie es läuft. Hier ist halt das Problem, ab der vierten Base wird es ein bisschen ekelhaft mit neuen CCs. Weil du halt dann so weit auseinander bist gegen Zerg vor allen Dingen. Gegen Protoss mag das gehen, aber gegen Zerg ist das dann ziemlich nervig. Ist zumindest so meine persönliche Erfahrung immer gewesen. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel Ling Bane spielt auf sehr hohem Niveau oder gutem Niveau, also ständig irgendwo unterwegs ist mit Ling und Bane, dann kann das schon echt ziemlich nervig sein. So, diesmal gehen wir nicht Worker scouten, diesmal bleiben wir hier. Beim Standard mit dem Reaper Scout spielen wieder Reaper Fast Expand und bauen dann hier vorne einen Bunker, weil dann sind wir hier eigentlich auf der Map relativ sicher. Müssen nur aufpassen, dass hier keine Blinkstalker kommen, weil hier vorne die Kante halt ein bisschen Blinkstalker gefährdet ist. Aber ansonsten sollte das soweit klar gehen, was wir jetzt vorhaben. Protoss guckt hier ein bisschen sich um, das ist alles normal. So kennt man das. Insufficient BBF-Einsatzbereit. Ja, lassen Sie sich ein bisschen umschauen. Stört mich jetzt nicht weiter. Not enough minerals. Minerals now. So, hier können wir unsere CC schon mal bauen. Ja, Gasklaue. Kannst du noch ganz ruhig machen. Ich spiele eine CC. Alles gut. Das Gas kannst du mir ruhig klauen. Command Center got better. Das stört mich jetzt nicht weiter bei meinem Spiel, so wie ich es vorhab. So, du kannst zurückgehen, baust dir gleich mal direkt einen Bunker, Marine unterwegs, Factory und ein zweites Depot. Das ist ganz wichtig. Zweites Gas können wir dann auch einfach erstmal hier unten nehmen. Hier ist noch kein Nexus. Das ist interessant. Links, oder? Doppelgas? Schon zwei Stalker? Ja, das wird irgend sowas. Das wird irgend sowas wie Blinkstalker oder so. Gibt's denn keine normalen Makro-Games mehr? Ich habe letztens so ein schönes Makro-Game gehabt. Und derzeit kommt nur so ein Käse. Das erklärt nämlich auch, warum er hier das Gas geklaut hat. Weil Tanks und sowas in Position ist halt ein gutes Mittel gegen Blinkstalker. Muss man einfach mal so sagen. Siege Tank wäre natürlich geil rauszudrücken. Muss halt natürlich auch aufpassen, was hier unten kommt. Ich überlege gerade, ob ich mir einfach hier einen zweiten Bunker gönne. So ein bisschen so mehr oder weniger Fake-Bunker. Kann man dann die Marines aufteilen? Ist halt jetzt eine Frage. Ist jetzt so ein bisschen ein Kampf gegen die Zeit. Den Tank rauskriegen wäre schon mal super. Ich stehe echt gefährlich, was Stim angeht.
Also was Stim angeht, ist das ja echt eine gefährliche Position. So, den Tank hätte ich dann gerne hier unten stehen. Wirklich verwirrend. Der muss irgendwie Blinkstalker in oder irgend so ein Käse plant der. So, noch eine Widowmine rausdrücken. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass der hier direkt drauf hüpfen will. So, ich baue mal hier drüben. Ihr beiden könnt euch jetzt mal mit dem Gas beschäftigen. Ich meine, ich habe jetzt hier unten erstmal mein eines Gas. Ja, das lief jetzt, sagen wir mal, suboptimal. Ich habe zwar überlebt. Das einzig Gute ist, der war wahrscheinlich One-Base, gehe ich mal stark von aus. Ich verstehe mal Finish Learning. Nein, ich will kein Finish lernen. Ich will kein Finish lernen, Alter. Erstmal ganz wichtig, jetzt weiter stumpf. Units. Stim ist mittlerweile durch. Und ja, ich glaube, mittlerweile kann ich jetzt auch rausgehen, weil ich habe dann auch eine ziemlich schöne Army. Ja gut, wir brauchen ein bisschen Gas. Da könnt ihr jetzt mal hier oben das Ding endlich fertig zerstören. Das ist mutig, Kollege. Ja gut, der Tank hier oben konnte halt ein paar Shell noch mit drauf geben. Das hat halt echt gut geholfen. Ja, und der hat richtig gut Damage gemacht. Dann noch ein Angriff wagt. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt gerne mal hier vorne ein bisschen so etwas zentraler anfangen aufzustellen. Jetzt wo wir hier auch ein paar mehr Units haben. So, und dann müssen wir jetzt mal den nächsten Scan leider mal opfern, um mal reinzuschauen in die Mainbase vom Kollegen. Aber bisher läuft das Spiel jetzt eigentlich schon bedeutend besser als das davor. Mal abgesehen davon, dass ich den Armory vergessen habe zu bauen. So, das können wir auch mal bei 8 Minuten auf Starport gehen. Aber mir war jetzt halt erstmal verteidigen letzten Endes wichtiger. Weil ich mal davon ausgehe, dass ich jetzt eine sehr gute Position hier eingenommen habe. Der mal sehr gut arbeiten kann. Mineral field depleted. Ja gut, 1-0 aus Stalker, das ist jetzt nicht das Problem. Ach, na guck mal einer an. Kuckuck. Hätte vielleicht nicht unbedingt stimmen sollen, das war vielleicht ein bisschen doof. Weil es dauert noch eine ganze Zeit, bis meine Medivacs da sind. Ich brauche auch gleich zwei Starports.
Weil wir haben jetzt eh noch das Zeitfenster, dass wir uns zwei Starports gönnen können. Also machen wir das. Schon alleine aus dem Grund, damit ich dann ein bisschen was habe. Sollte irgendwie ein Colossi-Tech oder sowas kommen. Da können auch noch ein paar Blocker hin eigentlich. Gut, ihr könnt mal da stehen bleiben. So, und sobald wir jetzt noch ein paar Medivacs haben, greifen wir dann auch an. So, hier können wir anfangen weiter Widowmines zu produzieren. Und ich hätte auch gerne noch eine Factory. Mit Doppel-Widowmine Production. Das wäre noch ganz cool. Ich muss sagen, gefällt mir das Spiel. Das gefällt mir bisher gut. Planetary. Lass mal ein paar Units da runter schicken. Also das sieht schon bedeutend besser aus als die Games davor. Muss man einfach mal so sagen. Auch wenn Upgrade-Timing und sowas jetzt durch das Defenden ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Ich kann jetzt wirklich relativ schnell hier nachproduzieren und. So, und Torwood gönnen wir uns hier mal. Das ist halt gleich auch so ein bisschen Drop-Defense, weil was jetzt hier kommen könnte an War Prisms, muss dann halt auch da drüber fliegen. So, und ich würde sagen, starten wir unseren Freund da drüben mal einen Besuch ab. Wir können noch hier bleiben. Brauchen wir unbedingt noch ein paar Tipps. Ja gut, die Army sollte eigentlich kein Problem sein für das, was ich hier habe. Gucken wir mal, ein bisschen fähigen können. Gut, wir haben halt auch die viel besseren Upgrades. Das macht schon einen kleinen Unterschied. GG. Jawohl. Dann danke fürs Zuschauen und endlich mal wieder einen Sieg gehabt hier bei Let's Play StarCraft Online. Das ist StarCraft 2 Online. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.